Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Nordderby. Grizzlies Wolfsburg gegen die Fishtown Penguins. Endstand vor 3482 Zuschauern. 7:6 für die Grizzlies. Ich darf die Trainer beider Teams bei mir begrüßen. Zu meiner Rechten Thomas Popisch, Trainer der Fishtown Penguins. Und natürlich auch Pavel Gross, Trainer der Grizzlies Wolfsburg. Und wie immer gebührt dem Gästetrainer das erste Wort. Herr Popisch, bitte. Ja, guten Tag und erstmal Glückwunsch an Pavel und dann Wolfsburg zum Sieg. Ich glaube nicht, dass es der Score war 7-6, aber ich glaube nicht, dass es so schlechte Defensivleistung von beiden Teams war. Ich denke schon, dass beide Mannschaften sehr viel Energie aufs Eis gebracht haben, sehr viel investiert haben. Gerade läuferisch habe ich das Spiel auf einem guten Niveau gesehen. Wir haben dann eigentlich im richtigen Moment immer die Tore geschossen, aber dann fehlt uns einfach nach dem 5-3, 10 Minuten vor Schluss einfach vielleicht ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, das besser zu Ende zu spielen. Da lassen wir Überzahlsituationen zu und das darf ja einfach nicht passieren, dass Wolfsburg da nochmal mit viel Druck, mit viel Power kommen wird, war klar gewesen und sie haben dann ihre Chancen genutzt und hinten raus haben wir keine Antwort mehr gehabt und trotzdem, kann mich da wiederholen, bin ich grundsätzlich mit dem Einsatz, mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir sind heute auf einen Gegner getroffen, der eben dieses Quäntchen besser war. Und das müssen wir einfach in dem Moment akzeptieren. Ist schade, aber wir müssen uns sammeln und Mittwoch wieder angreifen. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas Popisch. Pavel, deine Worte zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend. Danke, Thomas. Ja, zum Spiel. Man erlebt einfach solche Spiele, das ist ja klar. Wir haben heute den 12. Februar. Wenn wir heute den 12. August hätten, dann sage ich, ja, Schmarrn drüber, Sommerhockey ist vorbei. Irgendwann mal machen wir es besser. Wir wissen ganz klar, und das haben wir auch angesprochen vor dem Spiel, Bremerhaven hat eigentlich läuferisch, technisch und vor allem, was das Spiel nach vorne angeht, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und das haben wir heute wieder erfahren müssen. Ich meine, die Mannschaft hat schon gegen Mannheim, glaube ich, zu Hause auch so ein Ergebnis erzielt. Und wir haben auf 40 Minuten bestimmt nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Eigentlich nicht, aber damit hat auch der Gegner was zu tun gehabt. Gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben auch nach dem zweiten Drittel ganz klar gesagt, gute Mannschaften erkennst du eigentlich daran, dass du 40 Minuten eigentlich kein gutes Eishockey spielst. Aber gute Mannschaften müssen es irgendwann mal auch so managen, dass die aufs Eis gehen und sich noch sammeln und den Weg finden, zurückzukommen. Und das haben die Jungs auch gemacht. Das haben die am Freitag nach dem 0-2-Rückstand in München und auch heute nach dem 1-3 und 3-5 eigentlich Rückstand gemacht. Und da muss man sagen, Hut ab. Ja, es war eigentlich, was das angeht, gute Leistung. Klar, Thomas kann richtig sauer sein, weil die schießen 6 Tore und fahren sie natürlich mit den leeren Händen nach Hause, weil wir 7 geschossen haben. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Sachen besser machen, das wissen wir auch. Da dürfen wir einfach nicht nur zufrieden sein, weil dass wir 3 Punkte gewonnen haben. Aber auf jeden Fall, diese Comebacks eigentlich zweimal am Wochenende ist eigentlich gut. Und dann müssen wir einfach am Freitag wieder die Sachen besser machen. Danke. Danke, Pavel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns bei unseren Gästen und wünschen eine gute Heimreise. Und Pavel Gross hat es angesprochen, wir sehen uns am kommenden Freitag wieder zum Heimspiel gegen die Straubing Tigers. Bis dahin haben Sie eine schöne Woche. Tschüss, ciao von dieser Stelle.